Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Input von Life Unlimited. Ich bin Toni Heule. Ich habe hier einen echten 50-Euro-Schein. Weißt du, wie man am besten Falschgeld prüfen kann? Weißt du, wie du am schnellsten feststellen kannst, ob ein anderer 50-Euro-Schein echt ist oder falsch ist? Nicht, indem du alle 50-Euro-Scheine der ganzen Welt prüfst. Indem du alle Blüten kennst, indem du alle falschen 50-Euro-Scheine kennenlernst. Nein, indem du einen echten richtig gut kennenlernst. Jemand hat mir mal vor Jahren gesagt, dass das die Art ist, wie die Leute auf der Bank die Noten prüfen oder geprüft haben früher, indem sie die echten Noten echt gut kennen. Ich war in einem Vortrag in der Schweiz und da hat die Sprecherin gesagt, miss alles, was du tust im Leben, am Wort Gottes. Nimm als Messschnur für dein Leben das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes als Maßeinheit, so wie du einen echten 50-Euro-Schein als Maßeinheit nimmst. Und wenn du das Wort Gottes kennst, dann kannst du in jeder Situation in deinem Leben feststellen, ob das die richtige Richtung ist oder ob das die falsche Richtung ist, die du eingeschlagen hast. Ob du etwas tun sollst oder nicht tun sollst. Ob Gott so etwas Ja sagt oder Nein sagt. Weil das Wort sagt in Sprüche 4, Vers 20, mein Sohn, achte auf meine Worte und höre mir gut zu. Worte. Worte. Mit anderen Worten, die Worte Gottes oder die Bibel. Und im Vers 22, denn sie sind, diese Worte, sind Leben für die, die sie finden und Gesundheit für ihren ganzen Leib. Die Bibel ist Gesundheit. Die Bibel ist Leben. Die Worte Gottes, die in dieser Bibel stehen, sind Leben und sind Gesundheit. Wenn du das Wort Gottes kennst, dann weißt du immer, was zu tun ist. Vielleicht nicht in der ersten Sekunde, aber wenn du dich besinnst, was sagt Gottes Wort dazu, dann wirst du wissen, was oben ist, was unten ist, was links ist, was rechts ist. Und du kannst die richtige Entscheidung treffen. Dieser Vortrag ist mehr als 20 Jahre her. Und ich habe mich angestrengt seither, das Wort immer an erster Stelle zu haben. Immer zu überlegen, was würde Gott oder was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Das ist schon eine Weile her und ich habe es nie bereut. Denn die Bibel sagt, die Worte Gottes sind Gesundheit und sind Leben und sind Kraft für deinen ganzen Leib. Mache das Wort Gottes zu deiner Richtschnur. Ich mache das schon seit Jahren und habe es nie bereut. Dann bis morgen zu einem weiteren Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.